Willkommen bei Jeopardy! Hier sind unsere drei Kandidaten. Aus München, Stefan Schröter. Aus Bonn, Anka Feldhusen. Und aus Neuwied, unser Champion, Thomas Kinne. Er spielte sich bisher 14.550 Mark. Und hier ist Frank Elstner. Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr. Dankeschön. Herzlich willkommen, Jeopardy. Hier geht es wieder los zum zweiten Mal in dieser Woche. Und wir haben natürlich im Lexikon nachgeguckt. Ist ja klar. Was steht da unter Jeopardy? Gefahr, Risiko, Gefährdung. Und wir können die Sendung ja nicht nennen Gefahr, Risiko, Gefährdung. Deswegen haben wir uns für die Abkürzung entschieden. Für Jeopardy, das Original, bisher nicht erreicht, mit Mr. Trebek aus Amerika. Und ich probiere es jetzt ihm nachzumachen. Durch Fragen wird man klug. Bei uns wird man durch Antworten klug. Und meine Kandidaten, die können durch Fragen sogar reich werden. Das hat der Champion gestern schon mal bewiesen. Und der Stefan, der möchte heute mindestens so viel Geld verdienen. Stefan, was machen Sie beruflich? Ich arbeite im Außendienst bei einem Chemieunternehmen. Hobbys? Hobbys, Musik. Ich spiele Klavier, sehr gern sogar. Sie sind Pianist in einer Band? Ja, ist richtig. Was spielt ihr da so? Alles Mögliche. Das heißt, Samstagabend ist bei uns nichts los. Wir rufen Sie an, Sie kommen vorbei. Wie viele Musiker bringen Sie mit? Ja. Wir sind zu viert auf der Bühne. Und seid ihr gut? Ja, sicher. Lieblingslied? Gibt es so viele, kann man nicht sagen. Anka, Ihr Lieblingslied? New York, New York. Ich habe gedacht, jetzt kommt was von den Beatles. Ich habe gehört, Sie wüssten alles von den Beatles. Ist das so? Nicht alles, aber es war halt die Zeit. Sie arbeiten im Auswärtigen Amt. Das ist eine Laufbahn, für die sich viele junge Damen interessieren, die Abitur gemacht haben, sich überlegen, wie komme ich in den diplomatischen Dienst. Das heißt, von Ihnen kann ich sicher auch lernen, wie ich mich richtig zu benehmen habe? Das sollten wir wissen, ja, es ist besser. Das heißt, es gibt noch so richtig Unterricht in Etikette? Das kriegen wir jeden Tag mit. Wir haben nicht so richtig Unterricht, aber jedes Mal, wenn was schieflaufen kann, wird uns gesagt, wie man es besser macht. Darf ich denn jetzt die Kartoffeln mit dem Messer schneiden? Ich glaube, Sie dürfen. Gut. Lassen Sie uns alle machen. Und so eine zarte Frau wie Sie ist tatsächlich Triathletin? Ja. Wie haben Sie das geschafft, dass man die Muckis nicht sieht? Ich weiß nicht, so viel braucht man nicht. Das ist ein Ausdauersport. Thomas, eine Frau und das ist der Champion. Zwei Männer nehmen Sie jetzt in die Mangel. Wissen Sie noch, was Sie gestern gewonnen haben? Ja, so knapp 15.000. 15.000 D-Mark, sagen Sie das bloß nicht, es sind keine rohen Eier. Und gab es große Diskussionen schon, was damit gemacht wird? Nein, ich glaube, das liegt schon ziemlich fest, weil ich musste mir vor kurzem ein Auto kaufen, weil man als einen Unfall hatte. Und aha. Na bitte, dann ist ja immerhin schon mal ein erster Weg getan. Ja. Das Gute an unserem Champion-Prinzip, liebe Zuschauer, ist, dass der Champion wiederkommen darf. Wenn er heute gewinnt, kann er wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen. Nicht mehr als viermal, insgesamt fünfmal darf er dabei sein. Und dann kann einer ganz schön abräumen. Wir fangen jetzt an. In der ersten Jeopardy-Runde geht es um 100, 200, 300, 400 und 500 Mark pro Antwort, die man verdienen kann. Das sind die Themen von heute. Ungebetene Gäste, Fernsehkult, Weltstadt mit Herz, Bäume, Mondschein und Boote. Tja, und dann wollen wir den Champion jetzt bitten, sich das Wissensgebiet auszusuchen, wo er das Gefühl hat, damit macht er seine ersten Punkte. Okay, dann beginne ich mit Fernsehkult 100. Okay. Als Familienvater ist er schrecklich, aber trotzdem irgendwie nett. Stefan? Wer ist El Bundy? Das ist richtig. Es geht weiter mit Mondschein 300, bitte. Mhm. Ein kleiner Junge will in dieser Kindergeschichte die Nacht zum Tage machen und reist mitsamt Bettchen zu Mond und Sternen. Thomas. Was ist Peterchens Mondfahrt? Richtig. Ich nehme Fernsehkult 200. Unter David Lynchs Regie fand Laura Palmer in dieser Kleinstadt ein grausames Ende. Thomas. Was ist Twin Peaks? Richtig. Fernsehkult 300. Der erste Offizier dieses Schiffes spitzte nicht nur bei drohender Gefahr die Ohren. Thomas. Was ist die Enterprise? Richtig. Fernsehkult 400. Nicht immer erleben diese vier Damen aus Miami goldene Zeiten. Thomas? Was sind die Golden Girls? Mann, Sie sind auch der Schnellste am Drücker, hier habe ich das Gefühl. Weiter. Fernsehkult 500. Die Generationskonflikte dieser Trickfilmfamilie haben zwar schon so einen Bart, sind aber immer wieder witzig. Thomas? Was sind die Simpsons? Hier richtig. Okay, dann versuche ich jetzt mal ungebetene Gäste für 100. Hm? Die 13. Fee verdirbt ihr das Geburtstagsfest und versetzt sich später in eine lange Tiefschlafphase. Anka. Was ist Dornröschen? Na bitte, richtig. Ungebetene Gäste 200.
Er ist immer auf dem Holzweg. Für Möbel kann das den Ruin bedeuten. Stefan? Was ist ein Holzwurm? Richtig. Ungebetene Gäste 300, bitte. Der Volksmund sagt, dass er den Kuckuck klebt. Wo er hinkommt, ist meistens nicht mehr viel zu holen. Und, Anka? Wer ist der Gerichtsvollzieher? Korrekt. Ungebetene Gäste 400. Sie saugen Pflanzensäfte und Blut, belauschen Gespräche und hören Telefone ab. Stefan? Was sind Wanzen? Ja. Ungebetene Gäste 500. Schmarotzer, die ihre Rechnung nicht ohne den Wirt machen. Aha. Stefan? Was sind Parasiten? Ja! Boote 100, bitte. Kleines Schaufelradschiff mit 1 bis 2 Menschenstärken. Stefan? Was ist ein Tretboot? Ja, richtig. Boote 200. Auch wenn Sie Teppiche auslegen, auslaufende Modelle dieses Transportschiffes sind unbeliebt. Auslaufende Modelle sind... Na, was ist ein Öltanker? Die sind nun wirklich nicht beliebt, ne? War gar nicht so schwer. Stefan, Sie machen weiter. Bäume 200. Unter diesen Bäumen verläuft eine Prachtmeile in Berlin, die auf das Brandenburger Tor trifft. Ja, Stefan? Was ist unter den Linden? Richtig. Bäume 300. Jetzt holt er aber auf, mein lieber Freund. Das Blatt dieses Baumes haben sich die Kanadier auf die Fahnen geschrieben. Anka. Was ist das Ahorn? Ja, das Auswärtige Amt hat zugeschlagen. Bäume 400. Wenn uns einer auf sie bringt, ist es mit unserer inneren Ruhe vorbei. Stefan? Was ist eine Palme? Ja. Bäume 500. Sie sang schon vor dem Waldsterben, mein Freund, der Baum ist tot. Anka? Wer ist Alexandra? Wer war Alexandra? Richtig. Boote 300, bitte. Wird hier aufgeblasen, geht es aufwärts. Die Beatles lebten in einem Gelben. Thomas? Was ist ein Unterseeboot? Ja, richtig. Dann nehme ich Mondschein für 100. Mhm. Als solcher wurden die Mondflecken gedeutet. Bei den Prinzen wird er manchmal für seinen treuen Dienst belohnt. Na, Stefan? Der Mann im Entschuldigung, wer ist der Mann im Mond? Ja, so ist das richtig. Mondschein 200, bitte. Ein gutes Zeichen für Sie, Stefan. Das heißt nämlich, Ihr Solo ist dran. Sie können jetzt setzen. Sie haben 2000 Punkte. Das können 2000 Mark sein, wie Sie wollen. Wie viel sind Sie bereit, davon jetzt aufs Spiel zu setzen? Ich setze 500. 500? 500. Okay, also. Zuerst erzähle ich Ihnen etwas und dann können Sie sogar noch etwas hören. Sonate in Cis-Moll, Opus 27, Nummer 2. Hören wir mal. Na, Stefan, was hören wir hier? Was ist die Mondscheinsonate? Na, da bin ich ja beruhigt. Da bin ich ja beruhigt. Sie machen weiter. Mondschein 400, bitte. Sie ist die Beherrscherin des Mondes. Jedenfalls in der nach ihr benannten Operette von Paul Linke. Thomas? Wer ist Frau Luna? Richtig. Mondschein 500. Dieses Bein befindet sich in der Handwurzel. Sein lateinischer Name ist Lunatum. Na, ist schwer. Keiner will's mir sagen. Was ist das Mondbein? Man lernt ja nie aus. Thomas? Boote für 400. Dieses Bodeneffektfahrzeug schwebt knapp über Land, Sumpf und Wasser. Thomas? Was ist ein Hovercraft? Ja, oder ein Luftkissenboot. Richtig, ja. Korrekt. Boote für 500. Soll angeblich nur schwer kentern, dann heißt es aber 2 Kiele oben. Thomas? Was ist ein Katamaran? Richtig, ein Doppelrumpfboot. Jawohl, Weltstadt mit Herz für 100. Es steht bekanntlich in München, aber Xuffer wird dort vor allem von Japanern und anderen Zugreisten. Na, Anka? Was ist das Hofbräuhaus? Richtig. Weltstadt 500. Wichtige Adresse für Erfinder aus der EG, das deutsche Pendant steht ganz in der Nähe. Thomas? Was ist das Patentamt? Richtig, das europäische Patentamt, richtig. Ja. Weltstadt mit Herz für 400. Das British Museum of Natural History war Vorbild für diese riesige, auf einer Insel gelegene Sammlung. Na? Anka.
Was ist das Pergamonmuseum oder die Museumsinsel in Berlin? Ja, leider nicht. Ja. Was ist das Deutsche Museum? Das war die korrekte Frage dazu. Ja, es tut mir leid. Thomas, Sie machen weiter. Weltstadt mit Herz für 300. Sie bekamen die Welschenhauben erst 1525 aufgesetzt und trotz ihres Namens dürfen auch Männer darin beten. Na, Thomas? Was ist die Frauenkirche? Ja, richtig. Weltstadt mit Herz. Und da kommt unser Timeout. Zwei Fragen konnten Sie nicht mehr stellen, aber immerhin. Thomas hat 4.100 Punkte, Anka 900, Stefan 2.500. Das heißt, der Champion ist schon wieder auf dem Champion-Trip. Ob das so weitergeht, sehen Sie gleich bei Doppel-Jeopardy. Hier sind wir wieder bei Doppel-Jeopardy. Jetzt wird erhöht. Es geht jetzt um das Doppelte, nämlich um 200, 400, 600, 800 und 1000 Mark pro guter Frage, die gestellt wird. Das sind die Themen: übers Netz, Nostalgie, das Neue Testament, Kitsch, Formeln und musikalische Geografie. So, Anka, Sie dürfen anfangen, das ist kein gutes Zeichen. Sie wissen, warum Sie anfangen dürfen? Übers Netz 200. Nein, Sie dürfen anfangen, weil Sie die wenigsten Punkte haben. So, und jetzt gehen wir dahin, zu den 200, bitte. In diesem kleinen Ort werden seit 1877 die All England Lawn Tennis Championships ausgetragen. Thomas. Was ist Wimbledon? Richtig, weiter. Nostalgie für 200. Ein Tier mit zwei Flügeln und zwei Spitznamen, was dem Wessi sein Gummiadler, war dem Ossi dies. Stefan? Was ist ein Broiler? Richtig. Nostalgie 400. Duroplastkarosse aus Zwickau mit luftgekühltem Zweitakt-Ottomotor. Thomas? Was ist der Trabant? Richtig. Nostalgie für 600. Wer in diesem tiefliegenden Landstrich nahe Dresden wohnte, wusste nie, was in der ersten Reihe los war. Ein bisschen ARD-Reklame hier, Thomas. Was ist das Tal der Ahnungslosen? Richtig. Nostalgie für 800. Initiationsritual, das als sinnstiftende humanistische Alternative zur Kommunion zu verstehen ist. Ja, Thomas? Was ist die Jugendweihe? Das ist richtig. Nostalgie für 1000. Tja, der Champion ist schon wieder ganz weit vorne. 6.100. Bekam eine Ware auf der Leipziger Messe dieses Gütezeichen. So war sie ein Spitzenprodukt des real existierenden Sozialismus. Stefan. Was ist ein Kuh? Was ist das Gütezeichen Kuh? Ganz richtig. Und weiter bitte. Formeln 200. Anhand dieser Formel errechnet man den Flächeninhalt eines Kreises. Anka? Pi mal halber Durchmesser, Pi mal Radius. Was ist Pi mal Radius? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Was ist Pi mal Radius ist falsch. Stefan? Was ist Pi halbe D Quadrat? Das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Punkte gehen an Stefan. Formel 400. Er formulierte den nach ihm benannten Lehrsatz A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Thomas? Wer war Pythagoras? Ja, richtig. Das Neue Testament für 200. Jesus wurde mit dieser Predigt erst richtig populär. Wer nach ihr lebt, liebt seine Feinde und verzichtet auf Gewalt. Ja, Thomas? Was war die Bergpredigt? Richtig. Das Neue Testament für 400. So nannte sich Saulus, nachdem er auf dem Weg nach Damaskus den Glauben fand. Seinen Namen tragen 14 Briefe. Anka? Wer war Paulus? Richtig. Das Neue Testament 600. Obwohl dieser Apostel Jesus die Treue geschworen hatte, verleugnete er ihn dreimal, bevor der Hahn krähte. Thomas? Wer war Judas? Nein. Und ihr anderen? Anka? Wer war Petrus? Richtig. Das Neue Testament 800. Die Originalsprache des Neuen Testaments. Stefan? Was ist Hebräisch? Falsch. Die Originalsprache. Thomas? Was ist Griechisch? Richtig. Das Neue Testament für 1000. Der Schwerverbrecher, der nach dem Willen des Volkes an Jesus Stelle freigelassen wurde. Thomas. Wer war Barnabas? Oder Barabbas? Barabbas ist richtig. Ach, bin ich froh, weil es jetzt um so viel Geld geht, hätte ich das nicht zulassen dürfen. Okay, übers Netz für 400. Mhm. Der Name dieses Netzspiels, ohne Schläger, stammt vom französischen Wort für Flug. Der Ball darf den Boden nicht berühren. Anker. Was ist Airball? Nein.
keiner dabei. Was ist Volleyball? Da darf der Ball nicht auf dem Boden. Thomas, Sie machen weiter. Übers Netz für 600. Ein Solo. Ein Solo, 7.900 Punkte haben Sie. Das können D-Mark werden. Sie können jetzt setzen. Sie können in die Geschichte von Jeopardy eingehen, obwohl unsere Sendung noch so jung ist. Thomas, seien Sie mutig. Ja, also 1.800. Nicht mehr? Nein. 1.800 setzt der Thomas. Hören Sie gut zu. Die Franzosen nannten die angeschriebene Null auf der Anzeigetafel beim Tennis das Ei. Die Engländer nennen sie romantischerweise so. Was ist Love? Das ist richtig. Super. Der Champion macht weiter. Okay, übers Netz für 800. Dieses Racketspiel war 1992 in Barcelona zum ersten Mal olympische Disziplin, 289 Jahre nach seiner Erfindung in England. Anka. Was ist Badminton? Ja, richtig. Übers Netz 1000. 1975 wurde er der erste schwarze Wimbledon-Gewinner. 1993 starb er an AIDS. Ein großer Tennisheld, ein großer Tennisheld. Leider hat es keiner gewusst. Es war Arthur Ashe. So schnell geht der Ruhm dahin. Anka, Sie machen weiter. Formel 600. Endlich hat sie auch ein Solo. Es wird jetzt nicht ganz einfach werden, aber ich will Sie nicht irgendwie beeinflussen. Sie haben 2.100 Punkte. Was wollen Sie setzen? 1.000. 1.000. Mhm. Okay. Aber ich glaube, Sie haben in der Schule gut aufgepasst bei Ihrer Karriere. Diese Gleichung für die elektrische Spannung hat dieselbe Buchstabenfolge wie ein Schweizer Kanton. Diese Gleichung für die elektrische Spannung hat dieselbe Buchstabenfolge wie ein Schweizer Kanton. Ich fürchte, da muss ich passen. Es heißt, was ist U gleich R mal I? Der Schweizer Kanton als Eselsbrücke wäre dann Uri gewesen. Und die Physiker werden es mir verzeihen, ich musste auch nachgucken. Spannung ist gleich Widerstand mal Stromstärke. Puh, jetzt wird's leichter. Anka, bitte. 800, Formel 800, bitte. Angeblich macht sie das Leben süß. Physikalisch gesehen ist sie nur das schnöde Produkt aus Kraft und Weg. Ja, Thomas? Was ist Arbeit? Was ist die Arbeit? Richtig. Kitsch für 200. Als Elisabeth liebte, litt und schluchzte sie drei Filme lang. Thomas? Wer ist Romy Schneider? Richtig. Formeln für 1000. Diese berühmte Formel von Einstein erhebt die Lichtgeschwindigkeit ins Quadrat. Na, Thomas? Was ist E gleich mc Quadrat? Bravo, das ist ein wahrer Champion Kitsch hier, der für kämpft. 400. Sein besonderes Kennzeichen, die rote Zipfelmütze, sein Lebensraum, deutsche Vorgärten. Na, Anka? Das ist dein Gartenzwerg. Ja. Kitsch 600. Und damit haben wir leider Timeout. Das heißt, auch diese Wand konnten wir nicht ganz runterspielen. Aber ich bin gar nicht so unzufrieden. 11.700 Punkte für den Thomas. Wenn das D-Mark werden, dann sind bei uns hier Zahlemann und Söhne in Jeopardy. Anka hat 1.500, der Stefan 3.100. Wenn Sie gerne bei uns mitspielen wollen, dabei sein wollen, dann müssen Sie nur jetzt zuhören. Ja, möchten Sie Frank Elsner die richtigen Fragen stellen und dabei vielleicht viel Geld gewinnen? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung an folgende Adresse. RTL Television, Stichwort Jeopardy in 50570 Köln. So einfach ist es, bei uns dabei zu sein. Und jetzt kommen wir zum Finale. Und bevor wir im Finale dann wirklich hier für Sie mitzittern, möchte ich Ihnen gerne das Thema vorstellen. Berühmte Französinnen. Wenn Sie also das Gefühl haben bei dem Stichwort berühmte Französinnen, dann sind Sie stark, dann können Sie viel setzen oder weniger, das überlasse ich Ihnen. Aber hier ist schon mal der zweite und der dritte Preis, der lockt für die, die nicht Champion werden. Der dritte Preis ist heute das völlig neu konzipierte Harenberg-Lexikon der Weltliteratur. In 5 Bänden können Sie unter 5000 Stichworten Buchtitel, Autoren oder Theaterstücke nachschlagen. Der zweite Sieger des Tages gewinnt ein Funktelefon. Nur 240 Gramm bringt dieser D-Netz-Zwerg auf die Waage. Das Cartel SL von Bosch ist eines der kleinsten Handtelefone mit Telefonkartenleser. Es verschwindet praktisch in jeder Jackentasche und macht sie erst dann bemerkbar, wenn es bei Ihnen klingelt. Und nun zurück ins Jeopardy-Finale. Und jetzt geht's darum, dass sich unsere Kandidatin voll konzentrieren. Eine einzige Antwort. Hier ist sie. Die Anführer und Opfer der Französischen Revolution waren ihre ersten Modelle,
Noch heute bekommt Ihr Kabinett regelmäßig Zuwachs. Setzen Sie, schreiben Sie, denken Sie. Viel Glück. 30 Sekunden haben Sie Zeit. Tja, Anka, dann wollen wir mit Ihnen mal anfangen. Meine Frage heißt, besser gesagt, die Antwort kennen Sie, Ihre Frage heißt? Wer war Madame Tussaud? Und wie viel haben Sie gesetzt? 1499. Dann darf ich Ihnen zumindest mitteilen, dass Sie recht haben. Und damit kriegen Sie natürlich was dazu, addiert 2999 Mark. Herzlichen Glückwunsch bisher. Und der Stefan. Meine Antwort lautet, wer waren die Jungfrauen von Orléans? Das ist falsch. Und damit haben Sie wie viel nochmal verloren? 10 D-Mark. Der Junge war ganz schön clever. 3090. Tja, und alles konzentriert sich auf unseren Champion. Wie lautet die Antwort? Ja, ich habe geschrieben, wer war Madame Tussaud? Wer ist Madame Tussaud? Das ist richtig. Und was haben Sie gesetzt? Ich habe 3350 Mark. Und was sind Sie? Neuer Champion, alter Champion. Sie sind der große Abräumer. 15.050 Mark. Der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Tut mir leid, wenn es nicht so geklappt hat. Aber jetzt mal an unseren Champion eine Frage. Sie haben mal zusammengerechnet, Sie haben jetzt in 2 Tagen fast 30.000 Mark hier weggeholt. Wenn ich richtig gerechnet habe, genau 30. Und Sie wollen das investieren in ein neues Auto? Das Auto habe ich schon. Alter, jetzt kommt die Küche dran oder die Wohnung oder so sowas. Glückwunsch, morgen sehen wir uns wieder. Und ich hoffe, Sie auch. Tschüss. Also. Morgen Abend regiert König Fußball. Ab 19 Uhr die UEFA Champions League mit dem Spiel des deutschen Meisters FC Bayern München bei Spartak Moskau. Und dann die Highlights der übrigen Partien. Die Champions League mit Günter Jauch, Franz Beckenbauer und Marcel Reif. Morgen Abend ab 19 Uhr live bei RTL.